Hallo Leute, Servus, herzlich willkommen auf dem Pauna-Reisekanal. Ich bin der Peter und heute möchte ich euch mal ein bisschen einen Geheimtipp verraten. Hier ist dieser wunderbare Wohnmobilstellplatz Seestädt. Und den möchte ich euch jetzt vorstellen. Es ist ja nichts Besonderes, nichts Großes, aber dafür findet ihr fast immer Platz. Und er ist direkt am Kanal. Hier kann man wunderbar Fahrrad fahren und Rendsburg und Kiel mit dem Fahrrad besichtigen. Das wären ja so die Highlights, die man hier machen kann. Auch wunderbar essen in den kleinen Restauranten, die am Kanal direkt aufgebaut sind oder direkt stehen. Dann, ja. Jetzt sind wir mit der Fähre Riebe und jetzt werde ich euch den Wohnmobilstellplatz vorstellen. So Leute, das ist der Platz von der Landseite, sage ich jetzt mal so. Auch hier sind wir mit der Fähre, die jetzt rübergegangen ist, auf die andere Seite wieder gefahren. Und hier haben wir den Wohnmobilstellplatz. Ich muss euch ehrlich sagen, der Wohnmobilstellplatz ist einfach genial hier. Da oben gibt es ja Möglichkeit zum Einkehren, kleine Imbiss, Essen, Trinken und so weiter. Wahrscheinlich auch Toiletten. Sie stehen da zur Verfügung. Der Platz kostet 24 Stunden 8 Euro. Und es gibt hier 13 Plätze. Ja, es gibt ja keinen Luxus hier. Wie ihr seht, hier vorne am Ufer gibt es ja noch Bänke. Und außerdem gibt es hier keinen Strom und kein Gas und sonst nur noch Fern- und Entsorgung. Das zeige ich euch jetzt. Ja, und hier direkt an der Einfahrt haben wir das Fern- und Entsorgung. Hier Toilette kostenlos. Frischwasser 1 Euro. 100 Liter. Ja, so sieht es aus. Hier seitlich hat man noch ein bisschen Möglichkeit, die Kassette zu spielen und das war's. Ja, und so sieht es hier aus. Hier nochmal eine kurze Infotafel, was man hier alles unternehmen kann, was hier zu machen wäre. Steht alles hier auf der Karte. Aber jetzt scheint mir die Sonne direkt in die Kamera. Aber so, jetzt ist besser. Hier noch eine kurze Tafel, was man hier alles unternehmen kann. Ja, und das sieht alles ganz schön aus hier. So, und so viel Schiffe können wir hier bei der Fahrt beobachten. Solche und nicht nur solche, auch größere und natürlich auch Kreuzfahrtschiffe, die hier regelmäßig vorbeikommen. Es gibt sogar im Internet extra Kalender, wo man das dann rausfinden kann, wann welche Schiffe vorbeifahren. Die Gebühren entrichtet man hier in den Parkscheinautomaten. Wie ich schon erwähnt habe, 24 Stunden 8 Euro. So, und hier noch ein Tipp. Ja, der Wohnmobil ist hier vielleicht etwas zu groß. Also ich würde sagen, so die ganz riesengroßen Wohnmobile sind hier vielleicht doch nicht so richtig am Platz. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Gute, alle Zeit gute Fahrt und bis zum nächsten Video. Ciao!